Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama USA. So, wir sind jetzt endlich auf meiner Farm angekommen und jetzt lassen wir mal gucken, Farm was wir hier für einen Schrott haben. Bitte? Sind Sie Farm zum Kotzen? Nee, bis jetzt, also das Tier ist schon, also ich war eben auf dem Ding, da war alles leer, da hab ich gedacht, du lieber Himmel. Oh! Ey, das ist ja mal, das ist, ja, das ist, Kommen Sie eigentlich her, kommen Sie eigentlich her. Aus Hinterkaifeck. Ich hatte schon schlimme Erfahrungen hier mit dem Hansi. Den Dialekt, den kann ich schon nur gar nicht. Da gehen mir schon die Nackenhaare hoch. Das, was? Wir kennen das ja gar nicht. Du siehst? Ja, nee, der Dialekt ist aber, das sind so Kindheitserinnerungen. Wissen Sie, wenn Sie so ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben und Sie hören dann wieder was, dann kriegen wir direkt ich so ein. Ich verstehe überhaupt nicht. Doch, die fängt. Ist der für Probleme? Die redet ja genauso. Wo sind wir denn? Ja, sind das heißt in der Kindheit. Ich habe in deiner Kindheit gar nichts gemacht. Nee, aber der Zusammenhang, verstehen Sie? Wissen Sie? Ja, wissen wir alle. Die meisten sehr deutsch. Hansi, das müssen wir jetzt mal nicht verstehen. Lieber Gott, ey, der rotzt die ganze Bude vor. Muss der hier. Können wir nicht mal so einen Spucknapf hier nachtragen? Hier, Kinski, kannst du dem nicht so einen Spuck einmal nachtragen? Dass der nicht alles wieder auf dem. Voll. Was? Hallo? Wenn du können mich hier wir jetzt den Hof will. Weiter besichtigen oder tun wir da. Ja, ich wollte dir nur, dass sie ihre Kauthammer nicht überall hier rum. 20 Jahre da her spucken und jetzt du mal komm. Ach, deshalb sieht der Hose aus. Alte, was denn? Wie heißt du? Ich heiße Müller, Maximilian Müller. Pass mal auf, Müller, damit eins klar ist. Wenn ich mit dir rede, dann hast du zuzuhören. Ansonsten kannst du deinen Scheiß alleine machen, ist das klar? Was ist denn mit Ihnen los? Arschloch. Also, hallo? Schon mal was gehört von Chef und so? Mitarbeiter, so ein bisschen Distanz und so? Also das ist ja das so, allerletzte. Hier drinnen sind unsere ja, okay, ja, weiter geht's. Und Fahrzeuge. Ah, ja, schön. Ach, warum ist das alles so dreckig hier? Habt ihr kein Wasser mehr hier oder ist das alles leer gelaufen oder was? Sie haben gesehen, wie weit der Wasserturm weg ist, oder? Ja, tragt ihr damit Eimer hier hin? Die wird ja unter Wasserleitung sein. Im Haus nein, und frech, so. Frech wird er an, oder Müllhader? Ja. Okay, nein. Ja, aber ja, das ist schon safe. Schick. Also ist so wie in Papieren geschrieben. Ja, MF, ein paar Anhänger, ja, ist alles okay. Das ist alles. Oh, genau, den habe ich schon vermisst. Der gehört vorne an den Trailer, ne? Richtig? An den, den Tieflader, ne? Tieflader, ja. Genau. Darf ich hier fahren? Chefs auf jeden Fall nicht. Wer? Die Chefs. Ich habe aber die Lizenz, beziehungsweise die kriege ich schon ausgehändigt. Ja. Also ich darf den. Ja, dann, du bist jetzt noch nicht. Nee, ich hab den deutschen. Warten Sie erstmal ab. Ich hab den deutschen LKW-Führerschein, aber der muss dann umgeschrieben werden. Der ist ja hier nicht anerkannt. Also, das kommt noch alles. Habe ich alles schon in die Wege geleitet. Das kommt noch alles. Aber das ist ja noch. Ja. Aber ich habe gehört, die Fahrzeuge werden noch benötigt. Da so langsame Fahrzeuge wie das Mähdrescher und so, die dürfen nicht auf die Straße, richtig? Hallo? Was sagt er? Ich verstehe ihn so schlecht. Ich habe gesagt. Dass mir gesagt wurde, der LKW und der Tieflader sind deshalb am Hof, weil die langsamen Fahrzeuge, wie zum Beispiel ein Mähdrescher, nicht über die Straße fahren dürfen, beziehungsweise nicht über die Schnellstraßen oder über die Hauptstraßen. Das ist richtig. Gut. Weil wir die Felder so weit auseinander haben. Ist aber eh Chlor. Nee, das ist in Deutschland eben nicht klar. Da kann man auch mit so weit auf der Straße fahren, aber. Ja, müsst du wirklich boah, mit dem Mähdrescher über den Highway brennen, oder na, wie? Nein. Also Gottes. Ich glaub dir, ist was auf den Kopf geflogen. Nein, mir ist nichts auf den Kopf gefallen. Nee, das ich wollte das nur klarstellen, warum der LKW da ist. Beziehungsweise, mir wurde das so erklärt, dass der LKW aus dem Grund da ist. So. Warum? Ich fahre immer mit dem Drescher über den Highway. Also das unterlassen wir. Das sind extreme Strafen hier, ne? Hallo? Das ist, extrem hier, wenn das, Sie wissen aber schon, dass wir hier in Amerika sind. Ja, deshalb. Ich habe mich ja mit den Gesetzen ein bisschen auseinandergesetzt. Es ist extrem strafbar, mit so einem Mähdrescher auf der Straße zu fahren. Also auf dem Highway und so Sachen. Schnellstraßen. Hier, die Landstraße hier, das ist okay, wurde mir gesagt. Sowas. Also, wo für jede Fahrspur nur eine Straße ist, da ist es okay. Aber alle anderen Straßen müssten, ja. Okay, wollen Sie die Stelle sehen? Keine Sau. Was, Stelle? Ja, klar. Ja, natürlich. Komm. Ja, Tiere haben wir auch viele. Mir wurde gesagt, Moment, Kühe, Pferde. Aber Pferde sind nicht unsere, das sind Einstallpferde. Also so, da müssen wir uns nur drum kümmern, ne? Die gehören uns nicht. Ich weiß gar nicht, 10 Stück oder so hat er geschrieben gehabt.
der euer Ex-Chef? Ich hab jetzt nichts im Kopf. Ja, aber so die Richtung. Und Schweine haben wir, Schafe, Pferde, Hühner und irgendwas mit Tomaten. Ja, die Hühner, Tomaten. Die Hühner, ja. Gewächshaus. Die Hühner, die gehen dir nichts an. Die Hühner... Die geben mich nichts an? Warum? Nee, die Hühner sind zwar dabei, aber die kümmere ich mich drum. Also, das müssen sie klar sind, ja? Hühner, meine okay. Hühner. Das ist deine, okay, du bist dafür zuständig. Okay, ja, von mir aus. Ja, da müssen wir eben mal gucken, wer hier was macht und wie man das aufteilen. Wie gesagt, ich merkt ihr, die Hühner sind meine, ja? Okay, ja. Und wem sind die Schweine? Das gehört doch alles zur Farm. Ist doch die Tiere gehören doch zur Farm. Das interessiert mich nicht. Die Hühner gehören mir. Gut. Und der Hahn? Weiter geht's. Und im Schafstall sind Schuhe ausgezogen. Ist wie ein Wohnzimmer da drin. Was? Natürlich. Im Schafstall? Die Wolle ausgelegt da. Wie, die Wolle legt ihr in den Stall? Die muss verkauft werden. Ja, nein. Die Schafe wollen es gut gehen und ich möchte mir auch quasi gut gehen. Ja, das können wir nur alles regeln, aber ich ziehe doch im Schafstall keine Schuhe aus. Bin ich schon bekloppt? Ja, im Schafstall ist alles voll Mist und voll gepisst. Da laufst du der barfuß rum. Wo sind wir denn? Komm, wir gehen mal gucken. Sind sie auch deutschen Ursprungs? Sehe ich so aus? Sie reden so. Ja, ich habe Exkurs quasi in Deutschland gemacht und habe da Deutsch gelernt. Also, okay. Der hat studiert in Deutschen. Genau. Studiert? Oh, Deutschland, genau. Studiert? Okay. Wie war Ihr Name nochmal? Ich habe die eben nicht ganz... Bud? Bud Light. Bud Light. Bud. Einfach, wie wäre lieber Bud oder Light oder wie? Oder? Also, Bud ist immer noch der Vorname, wie man das in Deutschland sagt, und Light ist halt der Nachname. Ah ja, okay. Bud. Bud und du bist der Hansi und dann war hier noch irgendwie, du bist der Kinski, Kurt. Und die war Pamela Anderson. Nee, Quatsch. Pamela Pink. Pink, genau. Pink. Pink einfach. Einfach Pink. Okay. Hör mal, wenn du irgendwo Bienen entdeckst, ne, dann lässt du die auch in Ruhe. Weißt du, was nämlich sonst passiert? Nee. Die stechen dich dann nämlich in deinen fetten Arsch. Ja, ist ja gut. Okay, ja genau, Bienen hatten wir auch noch. Ja, ist ja gut. Aber die Erträge, die Eier, die werden doch zum Wohle der Farm vermarktet, oder? Sehe ich das falsch? Quatsch, meine Eier bleiben meine Eier. Nee, ich meine jetzt die von den Hühnern, die natürlich. Oder von den Schafen, die Wolle. Hast du schon mal Hühner gesehen, die Eier haben? Die legen Eier, aber die Eier, die Hühner halt eben hergeben. Und dann haben wir ja noch die Wolle der Schafe, die wird ja vermarktet hier, oder? Ja, aber erst nachdem sie ausgelegt wurde, ne? Und das, was überbleibt, wird weitergereicht. Okay, naja, denn. Da bin ich schon mal gespannt, was hier überspricht. Ja, genau, also Schafe, Pferde, Kühe haben wir auch und Schweine, richtig? Habe ich ja als Hühner. Ja. Geh mal, und Bienen natürlich auch. Ja, okay, Bienen haben wir auch. Geh mal zu den besonderen Schweine. Was ich habe mal eine Frage an dich, Hahn. Ja? Wie alt ist der? Wer? Der? Ich bin Mitte, Ende 40. Habe ich dich gefragt? Nee. Sieht er aus wie 60, oder? Was heißt, das habe ich gehört. Das geht dass er nicht einen Rollator braucht. Hallo? Und wie konnte er das bisher überleben? Der holt ja überhaupt keine Luft. Ja, wenn man mit so vielen Leuten sich unterhält, dann muss man ein bisschen als Chef ein bisschen auf die Tube drücken. Man will ja irgendwas erleben am Tag, ne? Meine Devise ist, schwätzen können wir später, erst wird gearbeitet. Richtig? Meine Frage... Nee, können wir später. Ja. Wo sind denn jetzt die Tiere hier? Kommen sie, meinte er. Ah ja, da unten, ja, okay, da ist der Ferguson. Ja, okay. Bud. Damit mal Vorrang mir. Damit nicht, man schnell wieder loswerden. Aber nicht der Simpson-Bart, nee, Bud. Nicht Bart, sondern Bud, okay. B-U-D. Bud. Gibt's auch so ein Bier? Da gibt's auch Bier, was so heißt, oder? Ja, Zufall. Ah, trinken Sie gern Bier? Ja, gern. Nee, auch das, was ich heiße. Also super. Hier schon mal Alkoholverbot, ne? Das wollen wir mal festhalten. Hier wird kein Alkohol. Das glauben auch nur Sie. Sie meinen vielleicht auch, ohne Alkohol fangen Sie gar nicht an. Das meinen Sie wohl. Ja, Nee. Also hier wird während der Arbeit ist kein Alkohol erlaubt, ne? Das können Sie mir nicht sagen, dass Sie durchhalten am ganzen Tag. Ja doch. Also das Leben in Hinterkaifeck war nur im Suft zu ertragen, aber hier habe ich das vor, dass man das... Haben Sie denn schon mal eigentlich in den USA im Sommer mal gearbeitet? Nee. Da ist so ein Bier ganz schnell verdunstet in einem Hochsommer. Okay. So. Von daher gesehen immer mit Rindermilch. Aha. Okay. Oder ist hier links, links. Ein Ei, was ist hier passiert? Ja, ich bin ja unterwegs. So. Der hat schon wieder das Wasserfass hier versenkt, hä? Das steht ein bisschen. Warum fährt der das mit dem Audi hier rum? Hallo, hast nicht gesehen, wie alt er schon ist? Der muss ein bisschen Pflege haben. Wer? Das ist der Kinski. Der macht mir noch einen ganz flotten Eindruck. Sag mal, warum fährst du mit dem Auto? Hast du keine Beine?
Damit das zu weit ist zum Laufen, verstehst du? Nee, das verstehe ich jetzt das nicht. Das sind mindestens 500 Meter die von da. Die anderen sind doch auch gegangen. Zu Fuß. Bin ich die anderen oder was? Nee. Aber trotzdem, das ist doch alles Spritverplemperei. Gut, ist ja dein Auto, ist mir doch egal. Aber ist doch, das ist Firmengrundstück. Wenn jetzt einen überfährst hier, bezahlt keine Versicherung. Nichts. Das ist kein Firmenfahrzeug. Weißt du doch nicht. Nee, das ist kein Firmenfahrzeug. Da steht nämlich kein weil ich habe gelernt, wie ich mein Auto zugelassen habe, dass die auf die entsprechenden Gebiete zugelassen werden. Also mein Auto ist hier auf die Farm zugelassen. So, das läuft alles. Noch unter Arbeitsunfall. Bitte? Wir sind auf der Arbeit, also läuft das unter Arbeitsunfall. Aber nicht, genau. Wenn er mit seinem Privat-Pkw hier rumfährt. Der macht doch Arbeit. So wie er selber. Die Arbeit. Wollen wir da jetzt das, was... Er arbeitet doch jetzt nicht, wenn er mit dem Auto hier rumfährt. Was sind denn das für Manieren? So, arbeiten sowieso nicht. Der Kinski hat das schon immer so gemacht und der Kinski wird das auch weiterhin so machen. Da werden wir zweimal noch mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden müssen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Das glaube ich aber wohl weniger. Aber ganz sicher, mein Freund. Da kannst du mich ja mal ansehen für. Hier. Bitte? Sonst passiert hier überhaupt nichts. Also, was bist du denn drauf? Weiter jetzt. Wir sprechen uns noch. Also so geht's ja schon mal gar nicht. Weiter geht's. Ja. Los, Müller. Hier ist Gewächshaus, gell? Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, das hab ich... so ein Scheiß liegen. Aha, das ist ja schön. Mhm. Da wächst ja auch gar nichts drin. Ja, wir merkt. Ja, okay. Ich hol den Dorfwuchs. Ah, hier, Eier, okay, das ist ja cool. Das ist super. Die können wir direkt vermarkten. Genau. Das ist ein Hahn, Eier. Sonst nix. Was? Verstehst du? Nee. Gucken, ist ja, die Familie hier. Ja, die kannst du aber die werden vermarktet, die werden verkauft. Die ist wie. Was? Die alle selber fressen oder was? Wer? Du! Ob du die Eier selber fressen willst? Die können wir doch verkaufen. Die werden richtig an nette Leute weitergegeben. Ja, zum entsprechenden Preis, genau. Das nennen wir verkaufen in Deutschland. Und in Amerika auch. Davon wird Geld gemacht, davon lebt die Farm. Du siehst nicht, dass der jeden Tag 20 Eier isst. Ja, da hängt so ein Gehänge so tief in Taschen. Ich habe mich schon gewundert, was das wäre. Ich habe gedacht, der hat Bilderkugeln dabei, aber das scheint wahrscheinlich ja, die Eier zu sein. Ja, okay. So, das sind schon mal die Hühner. So. Lass ihn seine Hühner, Kerl. Komm. Ja, okay, ich lass ihn seine Hühner. Herr Müller. Du hast es gesehen und mehr geht dir nichts an. Ja, ich hab sie gesehen. Okay, ja. Ich hab da immer goldene Hände dabei, weißt du? Deswegen, die darfst du gar nicht sehen. Aha. Wunderbar. Gut, gut. So, hier haben wir noch Güllefass und so und Kram. Ah ja, alles für den Betrieb hier unten. Ah, das wird alles aufgeteilt. Ah, hier sind die Fahrzeuge, die wir hier unten brauchen oder so. Die bleiben immer hier oder so, ne? Mal schön, gucken. Schön. Okay. Und Rehe haben wir auch, ja. Bitte? Barriere. Ja, die habe ich schon gesehen. Die sind, stehen die unter Abschuss? Darf ich die nicht abschießen hier, oder? Vergiss es. Wo sind die Kühe? Ja, die sind draußen. Schweine. Ah, ne, bist du bei Kühen. Und ich bin jetzt hier beim Kuhstall. Und die Kühe, Müller, ne? Ja. Die werden ja alle handgemolken, ne? Und wir, es kommt eine Maschine hier dran. Handgemolken? Natürlich. Ihr habt doch einen Make-Roboter hier. Ja, da. Da ist nur so Zierte da. Oh Gott. Melken die alle mit der Hand. Wer melkt die denn alle mit der Hand? Na, immer der Chef, wurde mir gesagt. Also das glaube ich jetzt weniger. Hab ich gehört. Nee, also das passiert bestimmt nicht. Das war immer schon so. Nee, ja, nee. Warum steht denn hier ein Melkroboter? Zwei Stück? Nee, Dreier. Ja, ist sogar ein Dreier. Ist ein Dreier. Wir sind nicht ein Biobetrieb, wir sind auch ein Handbetrieb. Ja, du kannst ja nachts Handbetrieb machen, wie du willst, aber hier wird tagsüber mit dem Automaten gemacht. Das ist ein Kühe-Handbetrieb. Das wird als allererstes eingestellt. Herr Ferguson, hier, die Dinger werden in Betrieb genommen. Die stehen nicht zu Tier, die hier. Ne? Strom gibt's hier nicht in dem Haus. Wollt ihr mich verarschen? Natürlich gibt's hier Strom. Hier in der Halle nicht. Ich hab's doch noch nicht gesehen, dass da Strom gibt. Es gibt Strom. Wir sind noch nie gelaufen. Ja, dann werden die jetzt mal in Betrieb genommen. Seid ihr zu doof, für die Dinge anzuschalten oder was? Das geht. Da werde ich mich trotzdem kümmern. Handbetrieb. Ja, dann viel Spaß. Wie viele Kühe haben wir denn überhaupt hier? Wie viele Kühe haben wir denn? Die wollen die alle mit der Hand melken. Gottes Wahnsinn. Ja, ja, dann. Der alte Chef hat da immer was zu tun gehabt. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Der war um 4 Uhr war er schon im Stall. Aha. Und um 2 war er fertig. Ja, nachts. Ja. Nee, nee. 14 Uhr. Mit Mittagspause, ja. Das war ganz ein schneller. Also und das... Da, wieder angefangen. Also das passiert gar nicht. Also das könnt ihr direkt mal abschminken. Also das ist ja... Nee, so. Schluss mit... Da wird auf jeden Fall die Dinger werden in Betrieb genommen. Drei Lally-Make-Automaten, da soll ich die dann mit an...
Bestimmt dann musst du von den Kühen einfach wegbleiben und dann müssen wir das machen. Und ja, dann macht ihr das. Nichts von viel Spaß. Aber es hält sich hier keiner 6 Stunden im Stall auf, für zu melken. Dann ist er ja 12 Stunden im Stall nur für zu melken. Seid ihr bescheuert oder was? Wer macht denn die Arbeit auf dem Hof? Bitte? Bei den Schweinen. Aufpassen bei den Schweinen. Was ist denn damit? Das sind Fitnessschweine. Aufpassen. Was sind das? Fitnessschweine. Achtung, hinter dir. Wie Fitnessschweine? Hinter dir. Da, warum? Schau. Was ist denn damit? Wie, die laufen hier frei rum? Ja, freilich. Die haben Freilauf. Alter, die müssen... Pass auf, ich erkläre dazu das System Schweine mal. Die werden gemästet. Und wenn sie dann dick und fett genug sind, dann werden sie verkauft. Weil pro Kilo gibt's Geld. Okay? Ich sag da eins. Je langsamer sie fett werden und je mehr Bewegung die haben, desto besser ist das Fleisch. Ach, genau. Hör mal, Müller. Ja. Können wir uns mal ganz kurz normal unterhalten? Wie zwei normale Menschen, ja? Ja, das können wir gerne machen. Aber erst in der nächsten Folge. Halt mal deine dämliche Fresse. Nein, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Kinski. Donnerkeil. So. Aber gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo, ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, dann kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dann. Haut rein. Tschüss.